Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen interaktiven Filmchen aus dem Hause Quantic Dream, wie auch schon die Vorgänger Fahrenheit und Heavy Rain. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe mich jetzt auch noch gar nicht weiter belesen, worum es hier überhaupt großartig geht. Außer dass wir, glaube ich, ein kleines Mädchen spielen, wo es dann irgendwie zwischen ihrem 8. und 23. Lebensjahr geht, die dann irgendwie sowas wie einen imaginären Freund oder so hat, keine Ahnung. Ich will auch gar nicht lange rumlabern, sondern wir starten. Was Original? Joeys Geschichte in der Reihenfolge des Originaldesigns. Joeys Geschichte in chronologischer Reihenfolge. Wir machen mal Originaldesign, wa? Ich denke. Ja, würde ich sagen. Solo? Du? Nee, Solo. Okay. Alles klar. Wenn Sie mir. Ja. Ach, jetzt geht's ja wieder los. Okay, wir spielen oft. Alles klar, dann Match Fun und Game On. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann. Könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey. Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute rankam. Wo ist sie?
Jodie, was hast du getan? Okay, ich finde schon mal krass, dass Willem Dafoe da mitspielt. Das Experiment, was? Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Okay, gut, so kann ich laufen. In Ordnung, wir haben also anscheinend sehr große Kräfte. Oder übernatürliche Kräfte und blicken jetzt auf unsere Kindheit zurück und sind hier ein Krankenhaus oder sowas ähnliches. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ja, du hältst mich nicht. Haben wir keine Eltern? Rennen können wir anscheinend auch nicht. Okay. Dann folgen wir dem Onkel Doc einfach mal oder okay, gehen voraus. Nathan wartet auf uns. Mhm. Ja, wäre schön, wenn du mal vorausgehen würdest, Junge. Hast du gedrückt halten? Okay, wir werden überwacht. Komm schon, Jodie. Könnte auch irgendwie ein Labor. Okay, schnell Experiment, also wird das wahrscheinlich ein Labor sein. Wir werden dort überwacht. Ah, verdammt! Ich hab nicht genug. Hi Cole! So ein hey, Al. Aber ich kann, glaube ich, nicht mit allem interagieren hier, oder? Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Danke. Du nicht. Nein, Spaß. Wir sind da. Ah, okay, gut, Zug. Hey, Jodie. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Mhm. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Oh ja. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin dem Mann, wenn irgendwas ist, okay? Hey Jodie, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Hm. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Wow, Alter. Okay. Ich will bloß mal wissen, ob ich hier in den anderen Raum. Alter, geil. Okay, ich komme in den. Wow. Okay, der Stern. Ist aber geil, dass wir hier durch den anderen Raum reingucken können. Wow. Okay, kann ich das auch
Wie kann ich das wieder schließen? Ah, okay. Nächste Karte. Achso, mit. Das Blöde ist bloß. Für mich ist das echt seltsam. Oder. Ich glaube, bei dem Spiel muss ich echt aufpassen. Als Epileptiker ist das, glaube ich, nicht so geil. Wenn man das ständig machen muss. Nächste Karte. Aber ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Wieder durch die Mauer switchen. So. Mutti, was hast du da? Zeig mal. Das sind die Wellen. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Umwerfen? Wow. Okay. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Ja. Ich hätte eher das Wasserglas genommen. Kann ich es immer noch nehmen? Nee, halt. Weiter. So, gucken. Ich will die jetzt nicht direkt angreifen, ansonsten wird die echt kirre, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, das kann ich auch gar nicht. Ah, warte, hier haben wir noch ein paar Bücher. Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen! Nein, Kerstin, sie ist nicht verschlossen! Sie klemmt sich jetzt! Einen Moment, ja? Warte, ich helf dir, Du musst jetzt damit aufhören, Jody! Okay, ich kann dir nicht helfen. Du musst jetzt. Nein! Jody! Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Was nicht gibt. Okay, also scheint so, als habe ich genauso gehandelt wie die meisten. 10% der anderen Spieler haben diese Wege genommen. 65%? Okay. Aha. Es gibt aber auch wieder mehrere Möglichkeiten. War ja bei den Games, die ich davor von Quantic Dream gespielt habe, genauso gewesen, was eigentlich auch ganz geil ist. Aber es ist nochmal was anderes. So, die Botschaft. Aber so von den Effekten her sieht das schon echt geil aus. Plan B, Gäste, hä? Ich fühle mich, als ob alle herstarren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Super. Was sind das alles für Leute? Ach, Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione, das übliche Botschaftsvolk. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln?
Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Okay. Also da die Story ja nicht chronologisch verläuft, sondern schön wild durcheinander, hoffe ich mal, dass ich die Story trotzdem irgendwie zusammenkriege. Auch wenn ich mal eine längere Spielpause machen sollte, aber ich glaube, das ist bei dem Spiel eher weniger gut. Wir brauchen einen ruhigen Platz. Aber wo? Die spielen? Ich schätze mal, sie will sich nur setzen. Kann ich mich hier vielleicht? Okay. Das ist wieder eine Option. Ich konnte doch hier mit irgendjemandem reden. Ah. Okay. Obwohl ich nicht ganz sicher bin, was wir hier machen sollen. Aber wir haben ja Kräfte, also wenn wir die bestimmt für irgendwas nutzen. Alles klar. Okay, wir sehen immer noch gut aus. Ja, du sagst es. Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Okay, okay, hier komme ich nicht durch. Im oberen Bereich. Alter. Schnell, Aiden. Ja. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Boah. Okay, ja, warte mal. Sind wir schon im oberen? Ja. Weiter hoch geht's nicht. Boah. Also wenn ich das jetzt... Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Mist, du musst zuerst die Wache ablegen. Hatte ich doch. Oder hatte ich nicht? Ja, hier. Okay, im Büro des Scheichs. Kann ich es jetzt abmachen? Ausmachen? Okay. Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Also kann ich so wieder zurück. Wow. Was machst du, Aiden?
Muss ich jetzt... Ach so. Nee. Bin ich jetzt nie... Kreis? Auf, du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Hä? War ich jetzt bloß im falschen Raum? Okay. Boah. Schade. Ich darf jetzt also niemanden berühren. Ich muss zum Büro des Scheichs mit ihm. Und ich schätze mal, wenn ich es richtig verstanden habe, Aiden nennt sie ihre eigene Kraft. Zumindest würde ich es jetzt so verstehen. Okay, das ist bloß ein Logos. Das ist schon eine krasse Geschichte hier. Das sieht doch aus wie ein Büro. Uah. Irgendwo okay. Muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Wahrscheinlich beim Schreibtisch. Such ihn, Aiden. Ja. Der Schalter ist immer am Schreibtisch. Als ob das gehen würde. Kommt da bestimmt bloß der Sultan oder so höchstpersönlich rein. Das klappt nicht. Bring die Wache hier raus und öffne den Safe. Bring die Wache hier raus. Ah, da kann ich mich also wieder rausbeamen und dann selber da irgendwie rein flözen. Hä? Ah, okay. Mach schon einen. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ach. Ich finde das gerade übel creepy. Aber auf jeden Fall krass gemacht. Was will er? Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Was sollte das jetzt bitte? Ich finde es schon mal schön, dass wir anscheinend das richtige Dokument gleich gefunden haben, aber was wollt die Alte jetzt? Aber ich gehe erstmal zum Spiegel, um mich irgendwie frisch zu machen, weil so können wir, glaube ich, nicht rauslaufen. Mich doch sehr interessieren würde, was für Dokumente es da geht.
Und warum wir hier anscheinend in, weiß ich nicht, in Dubai oder was weiß ich wo sind. Na toll. Vielleicht soll ich mich erstmal hinsetzen. Okay. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Okay. Abgeschlossen, okay. Mhm. Unentdeckter Weg. Na toll. Aber ich kann jetzt doch. Nee. Wäre schön gewesen unten bei den Prozenten, ob ich da Alternativweg noch wählen könnte, aber würde eigentlich auch keinen Sinn machen. Und ich würde echt gerne wissen, was der unentdeckte Weg ist. Okay, die paar, warte mal, das Experiment. Okay, das spielt jetzt. Ah, okay, gut, das spielt jetzt also vor dem, was wir gerade erlebt haben. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jody, du bettelst doch schon seit Wochen, du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach tief Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Okay. Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Ich hatte gerade echt irgendwie den Verdacht, als ob das unser Vater hätte sein können, aber seinen Vater nennt man ja nicht beim Vornamen, aber so würde das gar keinen Sinn machen. Und sie ist ja schon, wenn ich mal gucke, ein bisschen größer geworden. Es kann also gut sein, dass da vielleicht noch ein Teil kommt, der davor kommt. Aber wenigstens haben wir, also ich finde es schön, dass die Entwickler da so einen DNA-Strang eingebaut haben, dass man das irgendwie dann nochmal nachvollziehen kann, wann was genau war. Und das am Ende selber zusammensetzen, ist ein bisschen. Naja, ich will nicht sagen tricky, aber man muss seine grauen Gehirnzellen schon mal anstrengen. Das finde ich schön. Hey, Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Ach, wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Ich habe irgendwie das Gefühl. Hey Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten sprechen, nein. So ein Zeug? Nein. Party Time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Okay. Ich wollte trotzdem sagen, ich glaube nicht, dass der Arzt weiß, was Teenager so gerne wollen. Zum Geburtstag, alles klar. Mucke. Country, ne. Ach, das ist ja Rock. Ich dachte jetzt Pop. Naja, wir machen mal. Alles klar, wir bleiben dabei. Was für ein Gedudel ist das denn? Och komm.
wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Wow. Echt Hammer. Also scheint das, als ob die in derselben Klinik untergebracht sind wie wir oder so. Also das kommt mir zumindest so vor. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Nein, danke. Ist nicht mein Ding. Du verpasst echt eine Menge Spaß. Nach 3 oder 4 Bier, da sieht die Welt völlig anders aus. Das glaube ich, aber du wirst nicht glauben, was ich da mit euch einstellen könnte. Also, wenn ich was aus Heavy Rain gelernt habe, dann auf keinen Fall Alkohol. Das hat mir da schon nicht gut bekommen. Willst du mal? Was will er denn? Was hat er denn da? Nein, danke. Ah, okay, gut, alles klar. Dann hätte ich hier abwählen genommen. Können wir hier irgendwie in den Kühlschrank oder raus? Nö. Also muss ich wahrscheinlich auf der Superparty hier bleiben. Die einzige, die nicht säuft, ist immer geil. Aber ich... Ich weiß, was du denkst. Du fragst dich, warum wir hier sind. Ich frag mich dasselbe. Ja, ich weiß, du hast es mir gesagt. Ich wollte nur mal sehen, wie das so ist. Ausgehen. Freunde haben. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Okay.